Und herzlich willkommen zurück zu dieser deutschen Quidditch-Meisterschaft 2019 im schönen Tornesch. An meiner Seite habe ich Stefan. Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du mir jetzt heute hier beistehst. Finde ich super. Also ich freue mich schon drauf auf dieses tolle Spiel zwischen den Athenas und den Owls. Wunderbar. Mein Name ist Philipp Stolz und eben wie Stefan anmerkt, Darmstadt-Athenas, das Urgestein des deutschen Quidditch. Da, Darmstadt. Dosenbier und so weiter. Spiel gegen die Augsburg Owls, die ebenfalls mit ihrem netten kleinen Augsburger Puppenkiste-Song sich in die Herzen der Chance des deutschen Quidditch hineingesungen haben. Bei diesem Spiel, Stefan, was würdest du sagen, wenn du ein wettender Mensch wärst? Worauf würdest du dein Geld setzen? Wenn ich ein wettender Mensch wäre, ja, würde ich auf die Athenas setzen, weil sie haben den Bundestrainer mit dabei. Genau, den Bundesbums, wie sie ihn intern nennen. Und natürlich die stellvertretende Bundesbumsar Nadine Ciranek und Steffen Wirsching sind die Coaches der Darmstadt Athenas, die sich hier gegen die Augsburg auserwählen können. Beide Teams im internationalen Wettbewerb. Nicht unerfahren. Genau. Und die Darmstädter singen, wir sind nur ein Dosenbierverein und bei Gott, sie haben recht, Stefan. Ja, und auf der anderen Seite haben wir halt auch einen Matthias, ich glaube, er spielt sogar, ja, Matthias Renner. Ja. Da kann man auch viel erwarten. Genau. Ich sehe ihn momentan allerdings noch nicht. Alldieweil ist Michi, die Nummer 96 der Augsburg Owls, einer der Leistungsträger, fantastischer Chaser, aber auch ein unglaublich guter Sieger, der sich heute gegen die Darmstädter im Siegen wahrscheinlich beweisen wird. Und das ist bisher immer eine Achillesferse der Darmstädter gewesen, die erst in den letzten Jahren es mal geschafft haben, auch mal ein Spiel im Swim durch den Schnatzfang zu gewinnen. Und in diesem DM wollen sie das noch einmal tun. Los geht das ganze Ding. Unglaublich schnell ist Darmstadt am Ball. Das ist Van der Sande, rechter Pass auf die Nummer 7. Boah, saftiger Tackle von Michi. Schön verteidigt die ganze Aktion. Ja, und BS ist auch bei den Athenas. Genau. Und das finde ich sehr schön zu sehen, wer die nämlich hat. Das ist Christian Pleska und Sabrina Hönig, Rückkehrer in diesem Sinne. Christian Pleska hatte sein Karriereende verkündet nach einer Verletzung zu viel. Sabrina Hönig kommt aus dem Ausland wieder zurück. Schön, sie beide wieder hier auf dem Spielfeld zu sehen. Herzlich willkommen zurück. Überhasteter Pass hier und damit der Quaffel, keine Bieter. Schlampiger Pass, schön nachgesetzter Beat von Pleska. Da war gut Wumms dabei. Oh, der nächste gute Beatsitz, aber Spielunterbrechung, Foul auf Seiten der Augsburger. Da will der Assistenzref Zeringer, ist das, wenn ich mich nicht irre, will was gesehen haben, gibt das an Heiko Brun weiter. Heiko Brun, Stefan, du hast mir vorher in Erfahrung gebracht, sein wie vieles Spiel ist das? Das ist sein viertes Headref-Spiel. Ja, dann wunderbar, dafür ist doch die DM da. Schön, dass es immer mehr Headrefs in den deutschen Reihen gibt. Ich glaube, wir führen mittlerweile Europa ziemlich gut mit Abstand an den Ref-Zertifizierungen. Und auch Heiko Brun reiht sich in diese Riege ein und zu Recht darf heute das Spiel Augsburg Owls gegen Darmstadt Athenas reffen, das bisher noch 0:0 steht. Keine Karten. Doch, war eine Karte. War eine Yellow Card. Gut, dass du aufpasst. Das ging an wen? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Chaser gesehen. Der Augsburg Owls auf jeden Fall und die Darmstadt Athenas in Gestalt von Thorsten Ostermeier. Und da ist auch der Chaser wieder zurück. Es ist die 68. Das ist Axel. Axels Ziel, Stefan, ist diese DQM unverletzt zu wenden und ich wünsche ihm von Herzen alles Gute bei dieser Mission. Ich glaube, diese Mission hat jeder von uns. Ja. Und da kann man sehen, wie giftig einfach Christian Pleska beim Bieten ist. Holt sich da den Klatscher. Er hat ihn! Wow. Er hat ihn! Wow. Er hat ihn! Meine Güte! Währenddessen, das Chasing-Game wird hier unterbrochen. Darmstadt Athenas brechen hier alles ab. Meine Güte, die haben wirklich Bock zu spielen. Van der Sande, Tim Van der Sande. Bricht hier durch. Langer Ball auf Ostermeier, der kann ihn nicht fangen. Nachgesetzt. Auf Marcel. Meine Güte, die Darmstädter wollen hier wirklich nichts anbrennen lassen. Ich muss sagen, es tut mir ein bisschen gut, das Ganze hier so zu sehen, Stefan. Die Darmstädter hatten in den letzten Wochen beim IGC, sag ich mal, einige ihrer Spieler vermisst. Jetzt sind einige wieder hier. Ich sehe einen Patrick van Haarlem, ich sehe eine Jadena Bechtel, Sabrina Höhne, Christian Plesker. Einfach schön, die alte Darmstädter Riege wieder an ihrer Seite der Teamkollegen stehen zu sehen. Tolle Sache. Ja, da kannst du mehr drüber sagen als ich, denn ich bin noch nicht so lange in Quidditch Deutschland unterwegs. Also kannst du dir im Prinzip vorstellen, stell es dir als American Pie Reunion vor, wenn die alten Mannschaften wieder ein bisschen zusammengekommen sind und das ist gerade bei den Darmstädter Athenas der Fall, die sich für die DKM wohl einiges vorgenommen haben, schon wieder ein langer, genialer Pass auf Ostermeier.
Ich würde es im Football würde ich das schon fast ein Hail Mary nennen. Auf jeden Fall, also richtig lang, aber genau auf dem Punkt. Ostermeier muss nur noch fangen und vollenden. Tim van der Sanne mit dem fantastischen Wurfarm. Und immer noch die Raja Control im Besitz der Darmstadt Athenas. Augsburg muss sich was ausdenken. 30-0, das ging ein bisschen fixer, als sie wahrscheinlich wollten. Nicer Block. Ah. Also man sieht einfach, dass Christian Pleska von seinem Return auf den Pitch voller Motivation steckt. Er wirft links und rechts, wie wir es von ihm kennen, sehr aggressiv, aber auch sehr, sehr wurfstark und präzise, der Mann. Meiner Ansicht nach der beste Spieler, der nie in der Nationalmannschaft gespielt hat, Christian Pleska von den Darmstadt Athenas. Also er kommt mir auch ähnlich wie unser Nationalspieler Leon Burgers rüber. Ja, das also stimmt. Also von der Wurfkraft her kommt er ihm sehr ähnlich. Ja, aber ich muss sagen, Christian Pleska spielt doch mal mit einem Tacken mehr Aggressivität. Also da ist wirklich ordentlich Emotion dabei bei ihm. Auch hier wumms ordentlich Michi weg. Währenddessen kommt der Konter auf linke Seite. Thorsten Ostermeier unglaublich schnell auf Van der Sande. Das ist toll, wie die zusammenspielen. Nadine Ciranek will auf den Quaffel, aber das klappt in dem Fall nicht. Augsburg endlich mit einer guten Defensivaktion. Jetzt können sie mal in aller Ruhe vielleicht ihre Offense durchstarten. Eingewechselt bei Darmstadt Athenas, das ist Philipp Wetterich. Wetterich, wie das schöne Wetter, wie sein Vater immer sagt, sich vorstellt. Warum hat er es nicht mitgebracht? Das frage ich mich aber auch. Nationalspieler auf der Bieterposition dieses Jahr. Will hier direkt mal abräumen. Van der Sande fängt den langen Pass ab, den Michi hier anbringen will. Counter 4 gegen 1. Nicht drin, müssen sie nachsetzen. Bisschen nachlässig von Tim van der Sande. Verstolpert und damit hat Augsburg diese Attacke abgewehrt. Da wird er sich ärgern. Aber das auch zu Recht. Ja, das ist auch zu Recht. Aber noch steht es hier sehr gute, komfortable 30-0 für die Darmstadt Athenas. So, Michi mit der Nummer 96 möchte was machen. Entschuldigung, Stefan, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich wollte nur sagen, und die Bludger Control ist weiterhin immer noch bei den Athenas. Da gab es einen satten Hit direkt ins Gesicht von der für die Nummer 21, Judy. Mann, das war ein satter Wurf. Philipp Wetterich mit seinem ersten Lead. Und der war halt auf Kopfhöhe und hat gesessen. Das tut weh. Ja, das kann man sich vorstellen. Ich glaube, da wird es nach dem Spiel eine kleine Entschuldigung von ihm geben. Ich glaube, da kann man nur froh sein, dass nicht Christian mit auf dem Pitch war und diesen Beat gemacht hat. Ja, aber auch das zwickt auch so recht ordentlich, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt auf dem Feld, wie ich sehe bei den Augsburg Owls, Matthias Renner, du hattest es vorher schon erwähnt, fantastischer Spieler, guter Bieter, hat ihn im internationalen Wettbewerb auf jeden Fall gut getan, hat da gut abgeräumt. Spielt auch, glaube ich, in der QPL. Ich denke auch, ist immer mal wieder auch bei Nationalmannschaft sehen. Ich glaube, er spielt für die Österreichische, wenn ich mich nicht irre. Man mag mich verbessern, auf jeden Fall gestandener Spieler, sehr viel Erfahrung und wird jetzt dem Beating Game von Augsburg Olds auf jeden Fall gut tun und das nicht zu spät. So, Nadine Ciranek. Und man sieht, wie wenig es ist. Unser Score-Table zeigt uns jetzt 20-0 an. Ja, vielleicht hat sich da auch was am Score geändert, wir haben es verpasst, aber ich glaube auch, eigentlich müsste es 30-0 stehen. Patrick van Haarlem hier auf. Da ist es auch wieder schon wieder. Genau, Patrick van Haarlem hier wieder am Ball, passt auf Steffen Wirsching. Und der Nationaltrainer. Er hat neulich zu mir gesagt, er spielt nicht mehr Beater, weil er als Beat einfach alles erreicht hat und hat auch eigentlich recht. Und deswegen jetzt hier mit dem Green Headband mit seinem ersten Tor bei dieser Partie. 40-0 für die Darmstadt Athenas. Oh mein Gott! Da fliegen die Klatsche aber links und rechts. Und auf der anderen Seite, Augsburg endlich mit dem 40-10. Schöner Alleingang von Michi. Wirft da aus ungefähr 5 Metern auf den linken Hub und setzt ihn durch. Wird da gerade darüber diskutiert, ob ein Pass auf der Beat war? Ich glaube ja. Auf jeden Fall geht es wahrscheinlich um dieses Tor. Und da muss natürlich sofort der Speaking Captain Matthias Renner hinzueilen, um für sein Team hier ein Plädoyer vielleicht einzureichen. Wie ist es denn bei dir, Stefan? Also, ich persönlich mag es ja, wenn so ein Spiel ein bisschen mehr durchläuft und die Diskussion sich ein bisschen auf Minimum reduzieren, wie jetzt eben hier. Wie ist das bei dir? Ich selber sehe das auch so. Also, es muss geredet werden, das ist klar, aber dann soll es auch bitte auf dem Minimum bleiben und nicht ähnlich lange Diskussionen.
man wird auch kalt als Spieler und das ist auch nicht schön. Hast du eine Ref-Lizenz, Stefan? Ja, ich bin Assistant-Ref und ich bin Snitch-Ref. Ja, wunderbar, dann können wir dich ja gleich nachher in verschiedenen Ref-Situationen aus jeden Fall als valide Quelle missbrauchen. Steffen Wirsching, wie eine Gazelle läuft er von links nach rechts den Hoops entgegen zum für ihn hoffentlich 50-10. Augsburg will es wohl verhindern. Eng am Hoop steht da Augsburg, sieht so ein bisschen nach einer Hoop-Defense aus. Steffen will jetzt ein bisschen Platz mitgemacht bekommen. Die Beats kommen, jetzt hat er sie auch, aber wird immer wieder gedeckt. Hier ist Hannes Pingel an ihm dran, wird abgehängt. Jetzt und ist der, kommt schön der hoch, ausgewichen von. Aber schöner Rap von Michi, der Pass kommt aber auf Nadine Ziranek und die haut das Ding rein. Oh, von Harlem. Nein, das ist gar nicht von Harlem, was sag ich denn, oder? Doch, das ist er. Lässig wie eh und je. Der Schmucke von Harlem begibt sich wieder mal auf den Pitch und macht hier das 60-10 für Darmstadt. Wenn ich übrigens ein bisschen zu euphorisch über Darmstadt rede, dann müsst ihr mir das verzeihen, Stefan. Da sind sehr viele gute Freunde von mir aus dem ersten Tag dabei. Entschuldige. Kann ich verstehen. Wird das ein NRW-Team sein, würde ich das wahrscheinlich auch tun. So, Augsburg hat jetzt aber auch mal etwas Zug zum Hub. Aber nachlässige Übergabe, da werden sie abgefischt. Renner versucht auszubiegeln. Und schafft es so, ihnen die Kontrolle über den Kaffel beizubehalten. Jetzt aber die Verteidigung von Darmstadt einfach unglaublich bissig. So. Darmstadt Athenas. Das sieht nach einem Nationalspielzug doch nicht. War doch nicht die Tasche? Nein, die Tasche ist es nicht. Die wäre, das wollen wir vielleicht vor dem IEM noch nicht zu laut verraten, aber es werden wohl nicht zu viele andere Leute zuschauen. Wenn zwei bietet direkt an mit Quaffel Carrier und das. Das ist doch unfassbar. Steffen Wirsching, borgstark auch als Keeper, nimmt den Kontakt einfach mit und wirft das Ding durch. 70-10, der verteidigende Meister gibt sich hier absolut keine Blöße bisher im Spiel gegen Augsburg, die zu einem der besseren Teams in Deutschland gehören, sich aber bisher so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, ich hätte das Spiel enger eingeschätzt. Da bin ich ganz ehrlich, also dass das jetzt momentan schon so deutlich ist und hier schon wieder ein Konter. Ja, das Problem ist, da lässt sich der Beater da vorne an den Hoops in ein Duell verwickeln, aber die Chaser-Defense von Darmstadt ist einfach zu gut, die können da einfach sofort irgendwie mal so einen Arm reinkriegen, den Tackle durchziehen und dann ist halt der Quaffel auf dem Boden und der Konter gelaufen. Haben die Athenas eigentlich mittlerweile irgendwann mal die Bludger Control abgegeben oder sind die schon von Anbeginn an dabei? Also es würde mich, sie hatten vielleicht mal kurz die Bludger Control nicht, aber es müssten mindestens 80% der Zeit in ihrer Besitz gewesen sein. Das spielen sie ganz, ganz souverän runter. Ah, gerade hätten sie die Möglichkeit gehabt, um Triple BS zu holen. Da kommt der Jülicher natürlich direkt mit glänzenden Augen hier. Ja, das freut den Jülicher. Absolut. Und den Bonner hat es auch gefreut, der mein Trainer ist. Ich glaube, jetzt wird hier ein Timeout gecallt von Augsburg. Und ja, sie sollten auf jeden Fall mal drüber reden, was sie hier anstellen wollen. In der Defense müssen sie sich auf jeden Fall auf was anderes ausdenken. Da kann Darmstadt bisher machen, was sie wollen. Auch in der Offense fehlt noch so ein bisschen die Aggressivität, die Augsburg dafür zum Ziel wird. Aber es ist natürlich bockschwer. Die Darmstädter sind super aufgestellt, haben ihre ganzen Leute wieder da in alter Verfassung, mit der sie Meister geworden sind. Und das macht es einfach dann nicht da mehr mit links. Da macht es die Erfahrung auch ein bisschen bei den Athenas aus. Genau. Aber Stefan, wenn wir gerade die Triple BS hatten, kannst du vielleicht mal erklären, für Leute, die es nicht kennen, was es damit auf sich hat? Triple BS bedeutet halt einfach, man hat alle drei Bludger tendenziell unter Kontrolle. Das heißt, BS hat man ja in dem Moment, wo man zwei hat. Und der dritte Bludger liegt auf dem Boden und dann kann der Gegner Immunity callen und sich den holen. Wenn es jetzt aber soweit ist, dass beide Bludger auf dem Boden zwei Bludger auf dem Boden liegen, ist es halt so, der Gegner kann keine Immunity callen und hat trotzdem keinen Bludger und man hat schön viel Spaß mit einem Bludger vorne und zwei Bludgern. Tendenziell werden die hinten an den Hoops, damit man sich selber schnell wieder auf den Besen bringen kann, falls es passiert. Und ja. Genau, das erlaubt im Prinzip eine Blase, um die freien Klatscher zu ziehen und es den Gegnern einfach sehr schwer macht, überhaupt nochmal einen einzigen Klatscher in ihren Gebrauch zu bekommen.
Wenn man gegen eine Triple WS-Situation spielen muss, heißt es immer, beide Bieter gehen direkt drauf, genau, und versuchen sich einen zu holen erstmal und gehen dann nochmal drauf und holen sich den zweiten. Genau. So, das Spiel geht weiter. Heiko Ruhn bisher, keine große Vorkommnis, bisher ein faires Spiel, keine großen Unterbrechungen. Es kann weitergehen. Jetzt bin ich gespannt, wie Augsburg umstellt. Immer noch ein bisschen separate Aktion zwischen Bietern und Chasern, dafür langsames Spiel. Ja, jetzt werden sehr gecherrypickt, Philipp Wetterich sofort da, nimmt zwei Leute raus. Langer Ball, verfehlter Beat. Aber Steffen Wösching ist schneller. Also wenn die Keeper von der Nazio nicht was reißen können, kann er sich immer noch selber als Keeper einwechseln. Auf jeden Fall. Steffen Wösching in den vergangenen Jahren immer in der Nazio gewesen. 2016 leider blöderweise verletzt gewesen, aber der Mann ist einfach voller Skill. Und ich bin froh, dass wir ihn als Trainer haben, aber auch auf dem Platz hätte der einen großen Impact. Da hast du völlig recht, Stefan. Aber da haben wir auch sehr gute Leute in der Bieterposition. Ja, auf jeden Fall. Da müssen wir uns nicht verstecken international. Auch nicht verstecken muss sich ja Dina Bechtel, die hier auf Steffen Wösching abgibt. Oh, da kommt der nächste Beat auf Kopfhöhe von Philipp Wetterich. Und Steffen Wösching kann durchziehen. Das ist einfach richtig dominant, was Darmstadt hier abspielt. Jetzt aber Platz Control für Augsburg. Und jetzt, Stefan, jetzt halt mich mal fest. Jetzt können sie doch vielleicht mal was reißen. Das hatten sie nämlich noch nicht so häufig in diesem Spiel. Nein. Mal sehen, was sie daraus machen. Okay, erstmal. Ich als Bieter frage mich jetzt, machen sie einen Napalm-Angriff oder machen sie eine Kalaschnikow? Also vielleicht wäre Napalm ein bisschen riskant, dann würden sie vielleicht einen der Klatschen wieder verlieren. Ich an der Stelle würde sagen, haltet diesen Ballbesitz, macht's defensiv, nimmt ein paar Cherry-Pick mit und schaut, ob eure Offense sowas generieren können, bevor ihr mit etwas riskanterem versucht, Offense für eure Chases zu kreieren. Ja, Wetterich konzentriert sich auf den Quaffel-Carrier, nimmt den ersten raus, der zweite kann durchlaufen und macht das Tor. Und da sieht man schon, was so ein zweiter Klatscher einen Unterschied machen kann. Gute Entscheidung von Nummer 72 von Augsburg. Das war der richtige Call, hier nach hinten zu werfen. Also, die Platsche-Control auf Seiten von Augsburg verhilft ihn hier zum 120. Vielleicht ein bisschen zu spät, vielleicht aber auch nicht. Schöner Beat, aber er wurde geblockt von Steffen Wirsching, also auch kein Beat. Da ist er ihm wohl auf die Latschen gedappt. Steffen Wirsching, also das hat ihm wohl ein bisschen wehgetan, als ihm da Wolf auf die Latschen getappt ist. Da gibt's Shake Hands. Weiter geht's. Man muss ja dazu sagen, Steffen hat heute darum gebeten, die Nazio-Spieler nicht kaputt zu machen, aber dass man ihn nicht kaputt machen soll. Ja, alles, was wir an ihm brauchen, ist sein Kopf und den, ja, den kann man... Den kann man auch per Rollstuhl ranschieben. Genau. Da gibt es dann auch bestimmt einen Volunteer dafür, das wäre eigentlich... Den finden wir auf jeden Fall. Auch völlig richtig, einige dieser Spieler haben in ein paar Wochen in Bamberg eine große Mission vor sich, wollen Deutschland auf jeden Fall aufs Treppchen bringen, vielleicht auch mehr oder auf jeden Fall in die Führungsriege des europäischen Quidditch kommen und dafür müssen sie schon. Und da sieht man auch, so wie es aussieht, einen Broken Broom. Ja, Pleska, wenn der Besen nur so hart wäre wie er selbst, dann hätte er dieses Problem nicht. So muss der ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, war das vor dem Tor danach, Steffen? Was hast du gesehen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe nur gesehen, Tor und Pleska hält den Besen hoch. Alles klar, ich glaube, das ist kein Tor. Und Michael Linz hier. Da sagt aber der Augsburger, dass der Ball schon drin war, bevor der Broom gezeigt worden ist. Fair. Fair Play. Das finde ich schön. Ich muss sagen, das hat mich bisher auch beim Turnier sehr gefreut, dass das Fair Play hier in Deutschland hochgehalten wird. Wir haben vorhin in Düsseldorf gespielt und da muss ich denen wirklich auch mal Props geben. Wenn die erwischt werden von dem Blatscher, die lassen ihn einfach fallen. Da wird nicht nochmal irgendwie ein Pass versucht oder ein Torwurf. Die lassen ihn einfach gerade auf den Boden fallen. Das hat mich richtig gefreut. Tolle Truppe von Fairplay. Das kennt man aus anderen Sportarten viel schlimmer. Auf jeden Fall. Ich habe immer so das Gefühl, umso härter der Sport an sich wird, umso fairer werden die Spieler. Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ja. Also vielleicht beim American Football würde ich dir ein bisschen widersprechen, aber beim Rugby, da bist du schon auf jeden Fall auf der Spur. Ich gehe jetzt einfach mal vom
weichesten Sport aus, den mir einfällt. Fußball. Ach, jetzt lass doch diese... Wenn wir jetzt hier den Fußballer wissen. Oh, satter Beat von Pleska, der will sofort uns zeigen, dass er und wieder auf dem Platz ist. Und da hat Wörschen gewonnen und los geht's. Und Pleska direkt mit nach vorne. Schön geduckt von und Michael. Und geht direkt in den... Ja, der ist so bissig, der ist so bissig. Das ist unglaublich. Aber Michi hier lässt sich nicht beirren. Und da wird die Hand gehoben und Darmstadt hat hier wohl einen Foul begangen und das müsste eigentlich besser gewesen sein. Das war die größte Aktion von ihm in der Offense. Ich glaube, da ist er ein bisschen von hinten gekommen. Er will da wohl requirieren, dass der andere sich in ihn reingedreht hat. Steffen, was sagst du? Ich würde jetzt auch sagen, er hat sich reingedreht und er hat einfach zugepackt. Also der Spieler geht einen Schritt zurück und Christian packt einfach nur zu und okay. Ja. Heiko ist Headref, Heiko entscheidet. Er muss ja auch das lassen, was seine Assistant-Refs ihm sagen. Und wenn die ihm das so sagen, dann hat er diese Karte zu zücken. Ja. Außerdem muss ich sagen, es ist halt natürlich bei Christian Pleska immer so eine Gefahr. Ich meine, wenn du mit viel Aggressivität und mit Willen spielst, dann wirkst du halt auch ein bisschen eager. Und das wirkt dann auch vielleicht mal ein bisschen over the top, obwohl es das eigentlich vielleicht per Regel nicht ist. Hier kriegt er die gelbe Karte, weil er von hinten den Kontakt initiiert hat und wird für eine Minute in die Penalty-Box verbannt. Und darf man darüber nachdenken, ob das so okay war, was er gemacht hat. Ich selber würde sagen, ja. Aber ich bin selber so ein Bieter, der so spielt. Also außerdem von hier von der Seite ist es immer leicht, was zu sagen. Die Refs haben dann im Spielgeschehen einen ungemein härteren Job und dafür gebührt ihnen auch Respekt. Und diese Karte dürfte, glaube ich, in Ordnung gehen. Schön, jetzt kann hier vielleicht mal Augsburg was landen. Wolf. Oder? Pass. Ein Pass zu viel, finde ich. Der hätte da durchziehen müssen. Und Steffen Wirsching verteidigt das Ding hier alleine. Mann. Das war richtig stark und da lässt er sich zur Feier des Tages direkt mal auswechseln. Tim van der Sande kommt von ihm rein. Aber immer noch die Klatscher-Control in den Händen von Augsburg, da Pleska noch seine Strafzeit verbringen muss. Augsburg im Quaffelbesitz. Ja, das sah mir eigentlich ein bisschen nach einem Pass nach dem Beat aus. Nein, muss ich sagen. Also von hier aus sah es jetzt so aus, dass der erste Beat-Versuch nicht getroffen hat, sie den Pass gespielt hat und dann wurde sie gebietet und dann wurde sie als Beat gecallt. Dann hat natürlich Adina Bechtel keinen Foul begangen. Booms down. Nur 10 zu 20. Das Spiel ist schon im fortgeschrittenen Stadium. Es wird nicht mehr lang gehen, dann bis der Schnatz auf dem Spielfeld ist. Und bis sieht es dann noch aus. Also Darmstadt das hier vom Start zum Ziel in der Hand hat. Augsburg fehlt noch so ein bisschen in der Offense. Die Ideen in der Verteidigung haben sie ein bisschen jetzt nach dem Timeout eigentlich ein bisschen nachgelegt. Das ist richtig, aber im Angriff fehlt ihnen komplett die Ideen. Ist halt schwer. Also die Darmstädter verteidigen auch unglaublich smart. Die Spieler sind sehr physisch, gehen direkt in Kontakt, nerven dich bei dem kleinsten Kontakt, versuchen dir den Quaffel aus der Hand zu reißen, dann die Klatscher fliegen links und rechts durch die Gegend. Das macht es dir einfach unglaublich schwierig. Sie spielen die 1-3 oder die 2-2, wenn sie nur einen Klatscher haben. Jetzt pass auf die rechte Seite. Oh, das Broken Broom. Nummer 2. Und der splitterte richtig. Ja, das war Maggie. Keeperin von Augsburg und der ist richtig gut in 2G. Da bin ich glücklich über die Brooms, die wir in Jülich haben. Die brechen nicht. Aber geben so weit nach, dass sie korrekt sind. Hier gibt es einen Austausch der Brooms. Maggie, Female Keeper, ich bin sehr froh, dass wir das in Deutschland ziemlich häufig sehen. Sie ist die erste Keeperin der Augsburger und hätte hier eine gute Möglichkeit, einen Torerfolg zu erzielen. Wenn nicht der Ball in die Hände der Darmstädter geraten wäre. Ja, Pleska versucht nochmal den langen Beat, wird dann aber rausgenommen. Den Van der Sanne passt auf die rechte Seite zu Linziger. Wird runtergenommen, wird gebietet. Ganz wichtig, wie viel Michi hier rausnimmt. 3 Beats gesetzt und dann zieht Nummer 73 durch, Jonas. Da ist ein bisschen was passiert. Da gehen wir natürlich mit den Kameras nicht drauf. Hat er sich ein bisschen wehgetan. Ja, aber ich muss sagen, beim Tackle passiert. Also
Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber er lag dann schon nach dem Tackle da. Da will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Genau. Aber ich muss sagen, für Augsburg, ich glaube, eine wichtige Änderung, die sie vorgenommen haben, ist, Michi von der Chaser-Position in die Beater-Position begeben zu haben. Der kann hier für ein bisschen Druck sorgen, hat da gut 3-4 Chaser rausgenommen und für Aggression gesorgt. Und im Prinzip das 100-30 erzwungen mit der Hilfe seiner Nummer 73, Jonas. So. Darmstadt könnte mal wieder versuchen zu scoren. Tim van der Sande hat die Option, die am Anfang des Spiels zu einer Torflut geführt haben auf dem Feld. Mal schauen, ob sie jetzt einfach ein bisschen ruhiger spielen wollen, die Zeit runter spielen wollen. Es ist ein langes Turnier, Stefan, da kann man auch ein bisschen seine Kräfte schonen wollen. Vielleicht. Das ist richtig, besonders bei der Anzahl an Spielen, die wir dieses Jahr absolvieren müssen. Aber auf der Subbox geben sie trotzdem immer noch Vollgas. Ja. Keine Biete, Augsburg kann laufen. Da kommt der Rap, oh. Gut! Mann! Aber in Liegen macht er noch rein. Boah, aber da war Tim van der Sande gut dran. Im vollen Lauf schafft er es da, den Kontakt so zu nehmen, dass er die 73 Jonas runternimmt. Der kann aber im Liegen noch verhindern. Das war von beiden eine bockstarke Aktion. Absolut. Meine Güte, also Tim van der Sande hat einen richtig guten Job hier gemacht in der Verteidigung. Spielt ein richtig gutes Spiel. Aber hier konnte ihm Jonas zeigen, dass er auch noch einen oder anderen Wurf hier landen kann. Wenn ich hier seinen Spruch zitieren darf, Jonas braucht kein Training, denn Turniere kann er auch so. Wenn er wirklich beim Training war, Respekt dafür dann. Da würde mich eher interessieren, ob er irgendwie Vorbildung hat durch irgendwelche anderen Sportarten. So, Darmstadt kann sich jetzt einen Klatscher holen durch den Miss von Michi. Der Fernwurf sah gut aus, kein Ref-Call kommt. Alles klar, das Spiel geht weiter, kein Tor. Heiko Brun sagt, der war nicht drin, kein Tor. So, Augsburg, keine Klatscherkontrolle, die haben sie verloren. Versuchen jetzt Philipp Wetterich abzunehmen. Michi holt sich die Klatscherkontrolle, jetzt kann Augsburg was landen. Das hat Gott sei Dank kein Ref gesehen. Was war denn los? Oder hat der Ref gesehen? Was hast du gesehen, Stefan? Sag an. Ich habe gesehen ein Immunity Call, aber das ist nicht richtig, da sowohl Athenas als auch Auls im Besitz eines Bludgers waren. Somit hätte die Darmstädter Bieterin nicht die Immunity callen dürfen. Das war Sabrina, aber ich glaube, das Foul bezieht sich eher auf das Chaser-Game, da bei denen gerade die Refs rumstehen. Und Darmstadt nimmt hier noch das Timeout, kurz bevor der Staatsaufspiel kommt. 16 Minuten und ein paar Zerquetschte sind gespielt. 110-40. Da hinten sehen wir auch schon den Schnatz. Er macht sich langsam bereit. Ich weiß leider nichts über den Schnatz. Weißt du etwas über den Schnatz? Hast du ihn heute schon mal gesehen? Leider nicht. Der war hier noch nicht bei den Spielen, die ich kommentieren durfte, beziehungsweise selbst beobachten durfte an der Spielfeldrandseite. Wir werden es sehen. Ich bin sehr froh, dass einfach die DM so eine Möglichkeit gibt, mal die ganzen Teams aus ganz Deutschland kennenzulernen. Die Ligen treffen sich. Ich meine, ich bin aus dem Süden. Ich treffe hier die ganzen Norddeutschen zum ersten Mal und einige aus Ostdeutschland auch. Schön, dass die DM mit so vielen Teams dieses Jahr zustande kommen konnte in Tornisch. Dankeschön, die Orga. Ich bin auch ziemlich froh, mit Jülich das erste Turnier hier spielen zu dürfen. Ja, das glaube ich, so das erste Turnier. Stefan, wie fühlt sich das an, so mal in Deutschland alles mal auf einen Haufen zu sehen? Also man muss ja sagen, ich selber habe schon im Eispokal gespielt, ja. Für Halle. Und dieses Jahr spiele ich leider nicht, habe mich vorher verletzt. Deswegen bin ich nur als Speaking Captain mitgefahren und alle sind ziemlich aufgeregt. Unser erstes Spiel haben wir leider, wie ihr auf dem Stream gesehen habt, verloren. Aber ich glaube, hier geht es jetzt gleich weiter, deswegen machen wir auch hier weiter.
Und da kommt schon wieder Dosenbier. Natürlich. Können die nicht mal was hier rüberbringen davon? Ja, ich glaube, das müssen wir auf Sonntag verlegen, ja. Mein Bester, wenn es um Social geht. Auch sehr, ich bin ein großer Fan davon, diese Turniere so zu legen, dass am Montag noch alle frei haben und auch alle zum Social gehen. Wenn ganz kritisch Deutschland mal zusammenkommt, dann will man das auch feiern. So, Augsburg. Kann hier für schnellen Drive versuchen, wird aber gut gerappt von Nadine Ciranek und dann kommt der Beat direkt auf die Brust. Richtig stark verteidigt, also wirklich stark. Ich muss wohl meine interne... Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Darmstadt dieses Turnier ganz so viel reißen würde. Ich wusste auch nicht, dass alle zurückkommen, die es irgendwie noch gab. Das heißt, du musst deine Liste, die du mit Toni zusammengestellt hast... Für die DM haben wir gar keine zusammengestellt, aber einfach so für mich hatte ich gedacht, eigentlich Darmstadt ist so ein bisschen außerhalb der Top 2, 3 Favoriten raus, aber das sieht hier gerade nicht aus. Die Verteidigung ist bockstark. Aber auch die Verteidigung von Augsburg führt sich viel besser auf. Boah, richtig schnell, Jonas. Ja, dann nimmt er sich ein Herz und läuft durch und das ist bisher deutlich erfolgsversprechender als die bisherigen Offenses. 120 zu 50, wenn ich mich nicht irre. Und mittlerweile ist auch das Beater-Game ausgeglichener. Ja, eben, ich glaube, das war die Auswechslung durch Michi. So. Augsburg verteidigt hier den Ball. In wenigen Sekunden wird es losgehen. Ich sehe Michael Linzinger und Hannes Pingel als Sucher auf dem Spielfeld. Stützt sich drauf. Hannes Pingel will den Catch. Alles klar, Augsburg will auch sich den Schnatz noch holen. Ja, ich denke, Augsburg sieht hier keine Chancen mehr, irgendwie in Snitch-Range zu kommen und will dann einfach... Oder, wow, oder doch auch nicht. Sind 80 hinten und beginnen Defense-Seeking, okay. Naja, aber jetzt hat Michael Linzinger etwas Platz am Schnatz. Und Darmstadt macht das ganz clever, macht das langsam. Stefan wird sehen. Und da ist der Catch. Oh, Hannes Finger hat das gemacht. Hast du gesehen, was passiert ja, ist? Ja, ich hab's gesehen und ich möchte zwar den Refs nicht vorwegnehmen, aber der war gut. War das so ein klassischer, man zieht sich auf den einen Schnatz, ja. Der Sieger und der andere, ja. Genau. Er ist einfach hinten lang gelaufen und hat dann die Socke abgezogen. Also, wenn jetzt kein anderes Foul gesehen worden ist, müsste der als gut gecallt werden. Ist klar. Ja, der Blindspot des Suchers ist natürlich immer größer, wenn zwei Sieger auf ihn gehen. Und du kannst die Augen nicht überall haben. Michael Linzinger hat eindeutig gezeigt, dass er für den Schnatzfang gehen will. Hannes Pingel finde ich auch ein bisschen clever gemacht. Erstmal gezeigt, ja doch, ich verteidige erstmal. Und damit so ein bisschen die Konzentration des Schnatzes gestört. Aber eigentlich müssten wir vor dieser Kamera einfach mal zeigen, wie toll aussehen Philipp Wetterich ist mit Nummer 14. Alles klar, das ist der Sieg. 110 zu 70 Stern. Augsburg Owls zeigen, dass sie hier den Schnatz fangen können, aber im Spiel noch unterlegen sind gegen Darmstadt Athenas. Verdienter Sieg für Darmstadt, würde ich sagen, oder? Absolut. Gut. Und das war's in dem Fall von mir. Das war Philipp Stolz an meiner Seite. Vielen Dank, Stefan, dass du bei mir warst. Ich fand's auch nett.